Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cozy Groove. Ich habe fleißig Geisterholz gekauft. Das können wir gleich mal vergeben. Ich habe übrigens auch eine Blaubeere gekauft. Die können wir wohl auch ins Archiv reinpacken. Aber erst einmal geht es zum Geisterholz. 5 Geisterholz. Easy peasy. Hier. Okay, ich kann es gerade nicht. Ein wenig heller, ein wenig heißer. Gut. Hm, sieh einer an, wie nett. Offenbar wird dir ein bisschen Abwechslung gegönnt. Kosiguf hat dir so viel abverlangt und du hast dich so selbst um seine Geister gekümmert. Aber nicht nur du trägst diesen Wunsch in dir. Mach einen Spaziergang in ihrem Garten. Ich glaube, ihr habt eine Menge, worüber ihr reden könnt. Oh, wieder ein kleiner kleines Flammli. Geistfinderrang Nummer 13. So, wie viele will er haben? 28 Stück, Alter. Ich glaube, eins haben wir noch, ne? Ne, doch nicht. 28 Stück, jetzt sind noch 25. Gut, dann lassen wir es noch ein bisschen rumlaufen. Und alle Quests annehmen. Etwas herstellen. Warum soll ich hier was herstellen? Das habe ich noch nicht ganz gerafft. Wir können aber meinetwegen sowas herstellen. Scheinbar möchte er, dass ich das tue. Ich weiß zwar nicht warum. Fertig. Eine Palme, aber er sagt mir immer noch, ich kann noch mehr machen. Okay, das ist auf jeden Fall schon gemacht. Hm, ist ja komisch. Dann lass das einmal platzieren. Eine Palme. Und dann gucken wir mal weiter. So, was möchtest du hier? Ist noch was Komisches? Ein Ketchup. Okay. Oh, hallo Kindchen. Ich musste gerade etwas denken. Gestern, als ich schnorcheln war, fand ich jemanden, oder wohl eher etwas, eine Leiche. Naja, irgendwo müssen Geister herkommen, nicht wahr? Was eklig, was jemand dir gerade hast, warst es du selbst? Das wäre ein ordentliches Ende, nicht wahr? Surferbären aller tragischen Tod auf See, aber nein. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich glaube, das war jemand, den ich einst kannte. Tut mir leid, ich muss eine Weile allein mit meinen Gedanken sein. Die Geschichte geht weiter. So viel tatsächlich müssen wir nur noch quatschen. Und weniger was machen. Finde ich ganz cool. So, hier haben wir wieder ein Dingensen. Wieder ein Hartholz. Nice. Huah! Nein, zu weit. Okay, war leider etwas zu stark. Ah, egal. Ich laufe woanders hin. Die Muscheln mache ich vielleicht mal ohne euch. Aber ziemlich lame, die abschießen zu müssen. Oder zu können. Zu dürfen. So, er will noch irgendwas. Irgendwas muss hier noch rumliegen. Dann lass uns erstmal alle anderen Quests holen. Und dann schauen wir mal, ob Alice uns ein bisschen helfen kann. Charlotte, nicht Alice. Ich habe über einige der Handwerksprojekte nachgedacht, die mich jetzt Bärenjungs beschäftigt haben. Da gibt es dieses eine, das ich gerne nochmal probieren möchte. Hättest du Lust, mir dabei zu helfen? Ich habe bereits die meisten Materialien. Ich brauche nur noch ein paar weitere. Nee, kein Hartholz. Ein wenig Zeichholz kriegst du von mir. Das ist immer wieder dasselbe. Eine Anleitung und eine Essenz. Okay, kriegen wir Herzchen? Nee, wa? Leider nein. So, wir schauen rum, ob wir noch was haben irgendwo. Ob Valentina etwas für uns hat? Jo. Hallöchen, Wählerstimme, / rechte Hand. Ich habe es in letzter Zeit möglicherweise ein klein wenig übertrieben mit meinen Ausgaben. Ein paar Minuten lang hatte ich das Gefühl, mir gehörte die Welt. Aber jetzt flattern die Rechnungen rein und wie sich herausstellt, kostet die Welt enorm hohe Monatsraten. Ich würde damit meinen anderen Kreditkarten bezahlen, aber nun, die meisten funktionieren nicht mehr. Ich brauche die Quittung für diese ganzen Käufe. Ich fürchte, sie sind mir ein wenig verloren gegangen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Gut, ich hätte tatsächlich erst die anderen Quests fertig machen sollen. Hm. Okay, lassen Sie erst die andere Mission fertig machen, weil ich bin ein paar Mal rumgelaufen, habe sie nicht gefunden. Die restlichen Dinge, die jetzt noch offen sind. Das heißt, wir brauchen ein paar Hinweise. Ich hoffe nicht, dass die Quittungen mit dabei sind. Da ist Ketchup, sehr gut. Eins erledigt. Aber es sind noch genug andere Quests offen. Wir haben ja super viel, wo wir immer noch so ein, zwei Dinger finden müssen. Oh, wir sind auch bald fertig. 48 Hartholz haben wir schon. Fehlt wirklich nicht mehr viel.
Schlüsselsymbol ist auch neu, ne? Wie das reinkommt. Ist bestimmt so ein Buch, ne? Nein, eine Quittung. Mist. Mist, Mist. Okay. Also wichtig erst einmal diese ganzen Dinge finden. Mittlerweile haben wir einfach so ein riesiges Area. Echt, da ist auch was drin. Keine Quittung, keine Quittung. Ach, leck mich doch. Du hast noch zwei andere Quests. Wie wär's, wenn du die mal erfüllst, hm? Was ist denn, was da? Ein Päckchen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch zwei Bücher. Na, ich bin ein paar Mal rumgelaufen, hab sie nicht gefunden. Und dann nutzen wir natürlich Charlottes Hilfe, um die Quest abzuschließen. Ach komm schon. Echt? Von 5 Mal sind 3 Quittungen gewesen. So unlucky. Das ist nervig. Da müsste jetzt ein Büchlein liegen. Clyde hat dafür auch wieder was für uns. Wir müssen natürlich noch unten an den Postkasten gucken. Er meint dazu mir, dass ich irgendwas kriegen sollte. Okay, einfach ein super verstecktes Foto. Und tatsächlich immer noch nicht fertig, weil wir das Buch noch brauchen. Gut, dass es diese Funktion gibt, dass hier uns ein bisschen geholfen wird, falls wir Ewigkeiten gesucht haben und einfach nichts finden. Der Tattoo wieder drauf war. Naja. Aber ganz ehrlich, boah, das ist so krass versteckt teilweise. So, jetzt können wir abgeben, Leute. Wir haben jetzt 5 fertige Missionen. Achso, nee, das war das mit den 50 Hartholz. Das ist so lächerlich, dass das so viel kostet, ey, wirklich. So, das da und du willst noch die da haben. Du hast es geschafft, ein Fischkeks. Was meinst du, Polymer? Willst du hören, was dann passiert ist? Polymer? Gut, also wo war ich? Ah ja, das war der Morgen, an dem ich mich entschied, nach den Querbalken zu sehen. Bei den Querbalken darf man nicht schlampen, da könnten 1000 Dinge schief gehen. Ich erzähl dir von jedem der Reihe nach. Ein Geisterhölzchen. Wie wenig man nur bekommen hat, what the fuck. Puh. Gut, na, Francesca können wir jetzt auch noch ihre Mission abgeben. Ah, du hast 3-mal Lieblingsgehör. Okay. Blätter, Blätter. Bücher, meine wunderbaren Freunde. Ich fühle eine solche Wunderheit mit ihnen. Ihre Grundmaterialien wurden ebenso wie ich in neue Formen gebracht. Kunstwerke. Ich weiß nicht, ob meine Geschichte auf den Seiten geschrieben steht, aber ich lese sicherheitshalber weiter. Wieder ein Bäumelein. Ein rosa Papaya-Baum. Gut gemacht, rechte Hand. Schau dir an, was ich alles gekauft habe. Anzüge, diverse Zylinder, 3 Gedenkstatuen. Es ist einfach so ein tolles Gefühl, Dinge einzukaufen. Aber einen Tag später wird mir klar, dass mich das Shopping übermannt hat. Allein das Wort Shopping. So würdelos, so deplatziert für eine Amtsperson wie mich. Ich versuche nach Kräften von nun an mehr bürgermeisterliche Zurückhaltung zu üben. Okay. Wieder ein Stück Geisterholz. So, Postbärchen, was hast du denn für mich? Den Namen auf diesen Paketen, das waren meine Truppkameraden. Am Tag, an dem ich mit gebrochenem Handgelenk flach lag, waren sie da draußen auf Streife. Sie gerieten in einen Hinterhalt. Es wurde richtig schnell richtig übel. Diese 3 haben es nicht geschafft. Wenn ich dabei gewesen wäre, nun, vielleicht hätte ich mir diesen Orden verdienen können. Aber ich war nicht dort, also weiß ich nicht, was sie am Ende sahen oder fühlten. Ich kann mir das Mündungsfeuer nun vorstellen. Nur vorstellen, das Kreischen der Trommel für den Schmerz und das Feuer. Nein, es bringt nichts, darüber nachzudenken. Ich muss diese Erinnerung tief vergraben. Ich muss weiter Pakete austragen auf meiner wunderschönen Route wie aus dem Bilderbuch. Ich weiß, was in diesen Paketen ist. Grauenhafte Dinge. Ich will es nicht sagen, aber ich weiß es. Ich muss sie trotzdem tragen, denn das habe ich verdient.
Dieses Gelaber geht mir mittlerweile echt auf die Eier, muss ich sagen, ne? Hier ist deine exklusive Wolfsmünze, die Währung der Zukunft. Ja, danke. So. Das ist mittlerweile super, super nervig, finde ich. So, haben wir eigentlich noch einen neuen Geist bekommen, weil wir haben ja eigentlich... Aber eine Karte wäre ganz geil, ne? Wir haben ja eigentlich nochmal unser Flammi erweitert. Ah, da ist tatsächlich ein neuer Geist. Eine Blume. Ursula Kiefer. Hallo. Würdest du mir einen Gefallen tun und mir eine Blume pflücken? Egal welche. Alle Blumenblüte. Ursula Kiefer ist jetzt dein Begleiter. Okay, let's go. Hier, bitte sehr. Was für ein wundervolles Exemplar. Warum hast du genau diese Blume gewählt? Fand sie hübsch. Ich habe die erste. Fand sie hübsch. Ist sie nicht hübsch? Obwohl mir scheint, dass ihre Schönheit jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. Diese Blume steht für meine Mitbären hier in Cozy Groove. Alle wurden wir aus unserem Element gerissen. Wir sind verwirrt und ohne Halt. Vielleicht können du und ich uns um die anderen kümmern und ihnen helfen? Schließlich ist mein Garten noch eine wahre Wundertüte. Komm gerne später wieder, um es dir anzusehen. So, und wieder so viel. Unglaublich überladen, alles überladen. Ich hasse dieses Spiel gerade. Also gerade muss ich sagen, ich hab keinen Spaß an dem Game. Jedes Mal hast du 1000 neue Objekte, wo sich immer wieder was verstecken kann. Puh. Nervig. Sehr nervig gerade. Und jedes Mal blockt dich alles, weißt du? Alles blockt dich. So, was hast du noch Schönes für uns? Bist du bereit, mehr über das alte Kaiserreich der Bären zu erfahren? Bitte darum. Wir müssen noch mehr alte Symbole sammeln, die auf der ganzen Insel verteilt sind. Sobald ich die habe, kann ich dir mehr über die Geschichte dieser Insel erzählen. Komm erst wieder, wenn du sie hast. Und denk daran, die überwachen dich auf Schritt und Tritt mit Satelliten. Ja. So, ich will aber erstmal hier zu ihm da, genau. Sein Foto abgeben. Na, was hast du dieses Mal aufgestellt? Hm? Herrje, das ist ja meine Hochzeit. Oh, die ganze Insel hat mitgefeiert. Sino, meine wunderschöne errötende Lilly am glücklichsten Tag unseres Lebens. Ihr habt beide ein Kleid getragen? Das ist dir aufgefallen, was? Da muss ich wirklich eine ganz gemeine Wette verloren haben. Egal, die Liebe ist auf dem Foto eindeutig zu erkennen. Und wenn ich eins mit Sicherheit weiß, dann, dass ich meine Lilly von ganzem Herzen geliebt habe. Okay. Und noch ein Foto. Ein Foto. Foto von Octavia. So, lass uns die zwei, drei Missionen noch mitnehmen, die es hier noch gibt. Dem Himmel sei Dank, du bist hier. Meine große Neueröffnung ist eine Katastrophe. Ich glaube, die Wichte sind ein wenig eifersüchtig, weil ich den Tieren so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und sie haben sich mit meiner besten Eigenkreation aus dem Staub gemacht. Du gehörst doch zu den Geistfindern, nicht wahr? Du bist ausgebildet für solche Probleme. Wenn du dir also dein Verdienstzeichen für Gurken, Flanrekodung verdienen möchtest, dann ist das deine einzige Chance. Gut, das werde ich, also ich werde das tatsächlich, ich werde die Mission jetzt zwar mitnehmen. Aber erledigen werde ich sie wahrscheinlich alleine. Und dann wieder mal so ein bisschen, ne, wenn ich Bock habe zu spielen. Und dann werden wir regelmäßig halt die ganzen Dialoge beim nächsten Mal wieder alle abchecken. Clyde. Ich mache ein neues Geschäft auf. Es gibt da ein Problem. Meine neuen Angestellten befolgen meine Anweisungen nicht. Die laufen den ganzen Tag planlos in der Gegend rum. Ihnen mangelt es an Führung. Ich hätte es wissen müssen, Leute zu beschäftigen, die bereit sind, unter dem Mindestlohn zu arbeiten. Klingt wie eine gute Idee, ist aber in Wirklichkeit nicht. Ich delegiere jetzt eine wichtige Aufgabe an dich. Finde diesen schwachen Marten, schmeiß sie raus und hol dir ihre Papiere. Okay, naja, Zeitmission ist okay. Kann man sich reinziehen. Und du hast auch noch eine Mission für mich. Aber da super viele Erze. Ich rede heute gar nicht lange um den heißen Brei. Es gibt ein Problem auf dem Hof. Als ich gerade dabei war, in meinem alten Stapel aus Laken und Gurkengläsern zu wühlen, sah ich Wichte. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Wichte sind harmlos. Diese Wichte sind geborene Neidhammel. Sie wollen immer ein Stück vom Kuchen der anderen. Sie werden sich an meiner Sammlung bedienen, bis sie mehr Löcher hat als ein Schweizer Käse. Wäre es so schlimm, wenn die Sammlung kleiner wäre? Jetzt ist nicht die Zeit für Downsizing. Jetzt ist die Zeit, mein Schloss zu verteidigen. Du kennst mich ja. Ich ziehe das Karottenbrot der Peitsche vor. Vielleicht können wir sie mit ausreichend Wichtspeise an anderen Orten locken. Früchte und Gerüste sind okay. Ja, damit haben wir alle ein bisschen das mal mitgenommen. Sehr schön. Na klar, du kriegst natürlich ein bisschen... Oh, weil... Ja, doch, hier kriegst du... 24 Stück noch. 23... 22, 21. Oh, noch eins. Nice, 20. Noch eins. 19. Das war viel. Ansonsten schmeißen wir den ganzen Kram hier auch mal rein.
kann noch eine Laterne, ein Bäumchen mitnehmen. Was soll das Bäumchen hier hin? Ich glaube, da sind so viele Bäume hier. Oh, ist es weg. Warum ist das weg? Warum kriegt der weniger und der mehr? Hm. Hartholz, nice. Noch ein Hartholz? Wow. 49,50. Hm. Dann lass uns eben noch craften müssen wir. Und zwar ein Hartholz. Und dann geben wir eben den ganzen Stuff, den er haben möchte. Das sind Ressourcen gewesen, das war so viel zu teuer. Ha, ich hab's, das letzte Teil, das ich brauche, um loszulegen. Ich muss schon sagen, Buster, komm ich hin. Ich fühle mich von neuem quicklebendig. Endlich bin ich auf dem richtigen Pfad. Ich stelle wieder etwas her. Und zwar für eine Person, die mir am Herzen liegt. Und das war nicht mal die letzte Mission von ihm. Oh, ist das anstrengend gewesen. Alter, 50 Hartholz wollte er haben, das ist viel zu viel. Naja. So, genau, die Mission mache ich dann einfach. Das werde ich auch noch einfach nebenbei machen. Und dann beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir alle Missionen abgeben können, neues Geisterholz haben, um unser Flammi zu füttern. Und ja, dann, oh, guck mal, hier sind noch ganz viele Bäumchen. Viele Bäumchen! Dass ein Hartholz einfach 10 Weichholz kostet und 10 Weichholz kosten 100 Äste, das ist einfach nur... Einfach Schwachsinn. Also diese Umsetzung ist total, total Müll, ist das. 100 Äste für ein Hartholz. Geil, oder? Richtig worth. Richtig gut, ne? Das ist einer, der abhaut. Ein Wichtelein. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im zweiten Teil dieses Parts wieder, wenn wir die restlichen Missionen abgeben werden. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. So, willkommen im zweiten Teil diesen Parten. Tag Nummer 59 haben wir mittlerweile erreicht. Das ist jetzt nicht wenig, oder? Wir haben tatsächlich eine Mission gemacht. So viel zu von wegen, ich mache alle Missionen und euch. Na, hier oben sind alle noch offen. Wir kaufen uns bei Herrn Kid natürlich gleich wieder ein neues Stück Geisterholz und eine neue Essenz. Oh, 16 Mal, Alter. Let's go, kann man immer brauchen. Kosten leider Edelsteine, die habe ich jetzt nicht so en masse. Ah, die sind auch so ultra teuer. Ist hier irgendwo zum Donaten? Zitronenlimone. So, so. Ich hatte nämlich auch wieder ein paar Items kaufen oder gekauft. Die wir, glaube ich, auch abgeben können. Deswegen gucken wir gleich mal. Dann packen wir das hier rein. Und wir holen uns gleich mal das Geisterholz, das wir hier irgendwo haben müssen. Sind wieder einige Stücke zusammengekommen. 4 Stück. Plus anderen Stuff, den wir natürlich geben können. Das ist natürlich die Frage, welches. Die Blaubeere. Was ist noch neu? Müssen wir mal gucken. Was ich nicht so... Okay, doch, da scheinbar. Kommt hier wieder rein. Da habe ich wohl doch einige mehr gesammelt. Was haben wir hier? Pilztofu. Echt so wenig nur? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, bestimmt von diesen ganzen Käfern, aber da habe ich keine Lust drauf. Wir gehen jetzt einfach das nur ab. Ist okay. So, du kriegst erstmal dein ganzes Holz. 17 Stück möchte er noch. Krieg da, ich fütter dich, bis du groß und stark wirst. Kleines Flammi. Schade. Schade, schade. Lass uns den Rest donaten. Dann haben wir noch ein bisschen Erz. Wobei ich glaube, Erz brauchen wir nicht mehr wirklich, ne? Da ist zum Beispiel wieder ein Wicht, der am Abhauen gewesen ist. Den hole ich mir. Da müssen natürlich auch einige... Oh. Der ist mir abgehauen. Der hat Angst gehabt. Warum hast du Angst? Bist du einer, die nicht donaten kann? Gucken wir doch mal. Ein wütender Geist. So, da haben wir tatsächlich sogar noch was mitnehmen können. Ein Zombie-Immobilienmakler. So, so. Nicht vor meiner Haustür, Krebs. Wenn der Sonnenwendmond aufgeht, tauchen tausende von ihnen auf und tauschen ihre Panzer. Sie haben eben Immobilien im Blut. Okay. Und der Zombie-Immobilienmakler. Okay, das ist genau das gleiche. An Texten.
Diese Beeren sehen wirklich lecker aus, eine Blaubeere, so perfekt geformt wie Tante Biene und dazu noch lecker und saftig die Lizerbirne. Mit Zitronenlimone, wenn das Spiel Zitronen gibt, freu dich und nutze sie. So, sehr schön. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob ich meine Geschichte überhaupt, irgendwo hinführt, ob sie einen Sinn hat. Ich mag deine Geschichten. Das höre ich doch gern, aber ich muss zugeben, dass ich keinen Wind mehr in den Segeln habe. Vielleicht habe ich mich auch nur festgefahren. Weißt du, was mir immer hilft, mich wieder loszulösen? Ein Krug Grog, oder besser noch drei. Ich glaube, die habe ich alle schon, ne? Ja. Ah, so gefällt mir das. Ist schon besser. Ich weiß genau, wie die Geschichte geht. Ich bin ein Abenteurer, ein Held. Ich habe den Fuchs überlistet, mir sein Schiff geschnappt und genau das Leben bekommen, was ich wollte. Ein Leben auf dem Meer, frei von allen Verpflichtungen. Frei von dieser alten Insel, frei von alten Geistern, frei von alten Freunden. Die drei Grog-Dinger, die habe ich ja schon ewig im Inventar gehabt, ne? Also die haben wirklich super, super lange bei mir geschmort gehabt. Dass ich sie jetzt erst gebraucht habe, war krass, oder? War schon heftig. So, was hast du? Nur eine Zeitmission. Immer trotzdem mit, weil es kann ja sein, dass es nur Gequatsche ist. Die Leiche, die ich unter den Wellen fand? Jetzt bin ich mir sicher, ich kannte sie. Wir kamen in einem Sommer, der lange zurück, die ganze gemeinsam hier raus. Es gibt irgendwo sogar ein Foto von uns. Ich glaube, Ayun hat es gemacht. Sie hat sich so darauf gefreut, ins Wasser zu gehen. Und dann haben sie die Leiche gefunden. Und das ist ja doof, ne? Ich hätte sie aufhalten sollen. Sie hat noch nicht mal ihren Tauchschein abgeschlossen. Wollte zu tief tauchen, zu schnell. Dann geriet sie in Panik. Es war kein Happy End, gelinde gesagt. Ich kann mich an ihre Beerdigung erinnern. Auf der lernte ich meine Partnerin kennen. Ich wusste nicht, dass du eine Partnerin hattest. Seltsam, nicht wahr? Wie doch so aus so etwas furchtbar und die schönsten Momente zu einem zurückkommen können. Naja, reden wir ein andermal darüber. Okay, also hier haben wir tatsächlich viel Dialoge mit denen, ne? Bin ich auch nicht verkehrt. Du hast da eine Mission, die ich machen muss? Okay. Das wird ein bisschen Erze. Aber wir haben ja viele, viele Geisterchen, die wir ja wieder beglücken können. Was sagt dein Style über dich aus? Okay. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Schlaf ist für die Schwachen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dieses Wort. Wichtig. Wichte sind nicht nur unser Kundenstamm, sie sind unsere Marke. Wir müssen ihr Ansehen verbessern. Du musst ein paar Kleidungsproben von den Wichten der Region ausleihen. Okay. Haben wir irgendwo ein Fragezeichen? Nee, ne? Und keine Bösen. Auch der da. Oder? Du Schuft! Haut er einfach ab. Also die ganzen Salate und so, das schneide ich einfach derzeit überhaupt nicht, weil keine Lust. Ja, wenn ich es mal brauchen werde, dann machen wir das mal wieder. Aber so, das ist die Anleitung, habe ich auch noch im Winter. Pilzbrot, herzhafter Eintopf. 50 Dinger davon, Alter. Food Truck. Und natürlich noch das Pilzbrot. Was haben wir denn hier? Ach, der herzhafte Eintopf. Gelernt. Wir müssen eigentlich alle so immer so zusammenstehen. Ist hier Ketchup? Das haben wir schon erledigt mit dem Ketchup. So. Ihr seht hier nicht verdächtig aus. Allison braucht auch noch was, okay. Ich habe hier nichts fertig. Ja. Ah, Jun, was möchtest du denn von mir? Meine Kamera ruft wieder meinen Namen. Du weißt, was das bedeutet. Und da draußen ist doch eines meiner Fotos und warte darauf, gefunden zu werden. Fotos zu schießen und zu sammeln war ganz offensichtlich mehr als nur ein Hobby für mich. In der Nähe eines Lagerfeuers. So, so. Ursula Kiefer, hallo. Ich habe heute über Patrice nachgedacht. Der arme Mann ist schon seit so vielen Jahren bei der Post. Wind und Wetter, lebendig oder tot, er hat meinen Kindern und mir immer die Post gebracht. Erst neulich erwähnte er, dass er ein sehr seltsames Paket verloren hat. Er sagt, es sah aus, als wäre es so oft getreten worden. Wenn du dieses Paket findest, würdest du es mir bringen? Na, Logo. Okay. Hier ist ein Silo. Ist es hier gleich? Ach, guck mal, da müssen wir auch die Wichte verfolgen, alles klar.
Okay, hier ist nix. So viele Salatdinger, ey. Du könntest echt reich werden mit dem Salat. Hau ab. Hat sie was für mich? Ey, doch sie. Ach, her damit. Ha! Ach, guck mal, auch die Symbole müssen wir finden. Alles klar. Ich muss ja echt. Ich habe jetzt 3 Missionen, um Wichte zu fangen. Ist ja krass, oder? Heftig. Valentina, was hast du für mich? Ach, rechte Hand. Ich hatte gestern Nacht zwischen 1 und 1:30 nichts im Terminkalender, also ging ich ein wenig in mich. Du weißt du, was mir klar geworden ist? Dass du zu viel arbeitest, dass du etwas obsessiv bist, was Cosy Wolf angelangt, dass du mir noch immer Geld schuldest für den Anzug, den ich dir gekauft habe? Was? Nein! Ich musste an mein Shoppingfieber denken. Natürlich war es aufregend, all diese tollen Sachen zu kaufen. Aber als es dann vorbei war, machten mich diese Dinge, die ich gekauft hatte, nicht glücklich. Was könnte mich wohl glücklich machen? Ich blättere ständig in Katalogen, aber ich finde einfach nichts. Nicht ein einziges Bild von etwas, das mich inspiriert. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Foto von Valentina. Na, was hast du denn da? Lass mal sehen. Huch! Das bin ja ich? Ich mit einem Motorrad! Ding, 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 ding. Kannst du dir das vorstellen? Der Wind weht mir durch das Fell draußen auf der Landstraße. Und mir ist egal, was die Leute denken oder sagen. Nein, das geht so nicht. Das geht so einfach nicht. Danke für die Erinnerung, aber es wäre am besten, wenn ich das Motorrad einfach vergesse. Schließlich wartet wichtige Arbeit auf mich. Tja. Die Geschichte geht weiter. Und wir haben... ich habe einen fetten Fortschritt bekommen. Holy moly. Das Ding aber schnell ist, ist ja Wahnsinn. Alter. Okay, das will ich haben. Ich glaube, das ist gar nicht doof. Wir müssen langsam laufen, wenn wir nämlich rennen. What's up? Ich glaube, du bist gar nicht so unwertvoll, ne? Ungewöhnlich nur, okay. Dafür, dass es so schnell ist, hat es echt nichts gemacht, ne? Wahnsinn. Da ist noch ein Einzelner. Der sieht verdächtig aus. Muss ich doch. Backt der echt da drin rum? Kleiner Dreckiger. Was? Leider konnte ich beim Durchblättern dieser Bücher keine Antworten finden. Es ist eher umgekehrt. Je mehr ich lese, desto mehr Fragen habe ich. Apropos Fragen, ich bin etwas neugierig. Was hast du mit dem ganzen Geisterholz gemacht, das ich dir gegeben habe? Möchtest du das wirklich wissen? Schon in Ordnung, kleine Fauna. Ich war selbst auf Campen. Ich kann es mir denken. Das stört mich nicht, dass du das Brenner verwendet hast. Schließlich findet das meiste Holz ein feuriges Ende. So sieht es aus. So, er hat noch was. Ah, viel Glück, Pflanzeinwollen, Geistfinder. Catherine überbrachte mir ein paar schlechte Nachrichten heute. Da ist eine Pflanze im Schlafzimmerfenster, die wir versuchen am Leben zu halten. Aber die Blätter werden immer noch einem nach dem anderen braun. Also beschneiden wir sie und schauen, dass sich viel Wasser gibt, aber auch nicht zu viel. Keiner von uns beiden hat einen grünen Daumen, aber wir versuchen es trotzdem. Wir haben nur noch ein Blatt und das wird gerade noch auch braun. Immer noch hoffnungsvoll, Geisterfinder Meister Blake. Okay. Letzte UÜZ ist eine Weile her, aber mein Handgelenk tut schon wieder weh. Und gestern hatte ich eine seltsame Benachrichtigung. Unzulässiger Behälter bei Ablagerort. Inhalt des Behälters, Dupf. Abholung erforderlich. Ich habe noch nie eine Benachrichtigung um einen unzulässigen Behälter bekommen. Und Dupf, was soll das denn für eine Abkürzung sein? Nach all den Jahren schafft es mein Beruf noch immer, mich zu überraschen. Finden wir diesen Behälter. So sieht's aus. Oh, da ist noch einer. Einfach 3 Milliarden parallele Quests gerade, ist ja irre, oder? So, wir haben eigentlich fast alles. Wir müssen nur noch hier unten kurz. Ach, siehst du, der hat auch noch was. Du Wicht. Mhm. Das, das ist keiner. Wie schnell die fliegen teilweise sind, ne? Ist ja irre. Gut, du warst nichts. Ihr seid auch alle nicht. Alles klar. Die Arbeit an der Kuckucksuhr ist gut vorangegangen, aber jetzt stehe ich vor einem Problem. Uhrwerke sind kompliziert. Sie benötigen besondere Zahnräder. Und leider können menschliche Hände sie fertigen. Ich gebe dir die Anleitung und setze noch ein paar weitere Dinge, die ich brauche, auf die Liste. Danke für all die Hilfe, Buster, komm ich hin. Das wird unsere allerbeste Arbeit. Verzierte Zahnräder. Ja, super. Okay, was brauchen wir dafür? 2 Goldbarren, ein einfaches Zahnrad. Das einfache Zahnrad kommt, glaube ich, hier craften, ne? Goldbarren sollte ich haben.
Essenz eines glücklichen Wichts. Er konnte mir die Essenzen backen. Dann bräuchte ich halt das hier. Das ist ja doof, hä? Guck mal hier nach dem Wicht, ob hier noch einer ist. Viel fehlt nicht mehr, die ganze Mission zu beenden. Aber wir haben auch eine Mission. Ach nee, das ist das Geisterholz, was ich abgeben kann. Oh, dieses Geisterholz geht mir auch auf die Eier, oder? Du bist so egoistisch. Jedes Mal willst du, dass ich herkomme, wenn ich ein Stück Holz habe. Jedes Mal. So. Gut, dann lass uns die nächsten Dinger noch abgeben. Und da muss auf jeden Fall noch ein Wicht sein, den ich fangen kann. Ups. Wegen dieser Sache. Ich weiß gar nicht, was ich ihm bringen musste. Aber irgendwas habe ich erledigt. Sonst habe ich erledigt. Ja, das kann ich vermarkten. Deine Provision für geleistete Dienste wird dir schon bald per Post zugestellt. Was? Brauchst du ein Dankeschön für den Abschluss jeder Phase unseres Plans? Gute Arbeit. Du bist der Film, den ich nie hatte. Bin stolz auf dich. Die Jungfrau von heute vollkommen verweichlicht. Wird in 13 Stunden per Post da sein. What the fuck, Alter. Braucht gar nicht lange oder so. Naja, da wird ja schön, dass ich das Stück Holz abgebe. Was habe ich noch erlebt? Petztram ist doch der Verrückte gewesen, ne? Der denkt, alles dreht sich um ihn. Hier müsste er sein. Da. Zwei alte Symbole, gut gemacht. Diese Artefakte erzählen eine faszinierende Geschichte. Vor 1000 Jahren herrschte ein altes Kaiserreich mit eiserner Faust über diese Insel. Aber irgendetwas ist geschehen. Die Kaiserlinie ist ausgestorben und der Lauf der Geschichte wurde verändert. Was könnte das gewesen sein? Eine Krankheit, eine Seuche, ein Attentat? Ich stimme für an einem Stück geschnitten, wurde entzündet, die Maus. Was? Denn das ist recht plausibel. Das war eine Fangfrage. Beros, der Dritte, ist nie wirklich gestorben. Er hat gemeinsam mit seinem Hohepriester danach gestrebt, die Geheimnisse des ewigen Lebens zu ergründen. Aber das hatte seinen Preis. Beros hat den Lauf von Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht. Er zerstört den Schleier zwischen den Reichen. Die Untoten erwachten und streiften ungehindert durch das Land. Wow, ich wusste es. Noch kenne ich nicht alle Zusammenhänge, aber ich stehe kurz davor, das weiß ich. Oh, und kein Sterbenswesen zu den anderen, verstanden? Ganz besonders nicht zu dieser Försterin. Nur so dauert sie, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt am Leben ist. Sie könnte eine von denen sein. Es wäre krass, wenn es denn stimmt. Wir unterhalten uns in Bälde eingehender darüber. Behalte bis dahin deine Umgebung im Auge. Man weiß nie, wer einem folgt. Guck mal, das ist ein Geist, der noch sehr merkwürdig sich verhält. Bist du ein... Ja, bist du. Müsste ich denn noch hinkommen? Abstich? Ernsthaft? Puh. Bestimmt du gewesen, oder? Du hast sie zurückbekommen? Die große Neuerung kann weitergehen. Verdienstabzeichen für alle! Und was doch besser ist, mein roter Gurkenflan ist völlig unversehrt. Wie konnten die Wichte ihm nur widerstehen? Sie haben sie wohl besser im Griff, als ich dachte. Gut, auch die müssen erledigt. Nice Sache. Haben wir das noch fertig? Was Nuss mehr brauchen wir noch? Ja, müssen wir mal craften, ne? Dann müssen wir verbrennen. Würden wir auch easy hinkriegen nächstes Mal. Mal hier noch ein bisschen Erze. Man weiß ja nie, ob man es gebrauchen kann irgendwann mal. Wir sind jetzt aber auch schon wieder bei... Naja, 33 Minuten ist okay. 33 bis 34 Minuten, das ist völlig in Ordnung. Hier, neu für dich. Noch 10 Stück. Noch 9 Stück. Noch 8 Stück. Ach verdammt, ich habe keine mehr. So, die kann man eben rein, die werden wir später verkaufen wahrscheinlich. Jetzt habe ich noch diesen, na, noch ein Vogelhäuschen, noch ein Becher Grog, Wichtbroschüren, rote Briefe, Foto von Octavia, einzigartige Muschel und diese 20 Wolfsmünzen. Na, sowas aber auch. Na gut. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, kurz eine Pause. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Cozy Groove. Ich denke, jetzt versuche ich die Mission zu erledigen. Gucken wir mal, ob wir das kriegen. Drei Dinger sollten nicht so schwer sein, damit ich das ganze Zeug verbrenne, dass wir das nächste Mal ein bisschen was machen können. Gut, bis dahin, meine lieben Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei Cozy Groove. Ciao, ciao.